Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown und Daily Shop News und Common Masters mit mir, dem Herrn gleich. Ja, wir haben jetzt hier den Musikpop in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Ja, ihr wisst ja, von der Geheimnisschatulle halte ich nicht ganz so viel. Dann haben wir hier nach wie vor das Mythic Bender Pack mit Children's Author, Henry Haver, die Debater, Steve Smith und Hank Hill. Ziemlich coole Box, wenn man genügend Gems hat, um sich eben dann auch den Mythic Bender leisten zu können. Dann haben wir die Obedience Box. Auch eine ziemlich coole Box mit Obedience, School, Brian, Quahog, Preschool, Henry, Haber, Debater, Mr. Front, Bill Daughtry und Dr. Amy Wong. Habe ich schon in einem anderen Video vorgestellt. Und neu mit hinzugekommen, die Meatman Box. Und hier kann man jetzt schon ganz deutlich erkennen, was wird unser nächstes BGE werden. Kunst! Da haben wir den Meatman Sculptor. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Ist halt eine relativ defensive Karte mit Bodyguard und mit Hijack. Und mit alle Heilen. Dann haben wir das Sepp Brannigan Portrait. Kennt mit Sicherheit der ein oder andere von euch noch. Brian Statue. Propane Sculpture. Life Drawing Haney. Supermodel Roger. Mega geil. Art Student. Meatman Sculptor. Hank Hill Running Back. Bender's Clowns in der Mythic Version. Alter Vater. Einmal Kunst bitte. Auch geil. Lila Ballon Art. Auch nice. Ja, definitiv ein paar schöne Kombos mit dabei. Ghost Boy, Peter's Drawing, Bill Daughtry und Klaus Heißler. Aber ganz ehrlich, solange der BGE nicht da ist, diese Box finde ich jetzt nicht ganz so sensationell toll. Ist gut, ist aber nicht überragend. Da ist tatsächlich dann hier diese Obedience Box zu bevorzugen. Also, ist mein Vorschlag. Ob ihr das macht, ist eure Entscheidung. So, dann kommen wir auch schon. Nein! Nein! Die Bending School Grad! Nicht die Bending School Grad für 500 Gems! Ja, die tut weh. Die Bending School Grad tut wirklich weh. Na gut, also, schauen wir uns die Kombo einfach mal an. Ist mit Bänder und eben mit Schulekarten. Maxen wir das Ganze mal. Dann versteht ihr vielleicht, warum ich so reagiere. Wir haben hier zum einen Hijack, eine Mauer und eben Craze. Oh mein Gott, und das mit Mythic Bänder. Oh mein Gott. Ich das jetzt sehe. Mit dem Mythic Neil Goldman. Jetzt sehe ich ja das erste Mal den Mythic Neil Goldman, was der jetzt eigentlich so genau macht hier. Ja gut, das ist natürlich, das wäre jetzt hier wieder Max, das können wir ja so nicht nehmen, aber die Werte, die da rauskommen, sind natürlich abartig, ne? Aha. Okay. Das ist so eine klassische Kombo hier mit Stuffing Academy. Also 16-fach Hijack, eine 18er Mauer, 11-fach Craze, 1970. Und damit kriegst du schon extrem viel klein. Ja. Definitiv. Aber das hier. Quahog Preschool. Oh mein Gott. Mythic Bender mit Mythic Neil Goldman würde mich jetzt mal interessieren. Alter Vater. Oh, au. Holy shit, Mann.
27-fach Hijack. Oh mein Gott. 31er Mauer. 19-fach Grace. 28. 121 Leben, wenn die beiden gemaxt sind. Oh mein Gott. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding hier, Bending Skullgrat, ist Bestandteil auch meines Decks. Und ich liebe diese Combo. Ist mega geil. Damit kriegst du einiges down. Und gewinnst du auch das ein oder andere Match auf die Art und Weise. So, und extrem viele Kombo-Möglichkeiten. Das kommt noch mit hinzu. Naja. Also, jetzt muss sich wirklich jeder selbst überlegen, der die auch mal spielt. Ist er bereit dafür, hier jetzt rein zu payen oder nicht? Also ganz ehrlich, bei mir juckt es momentan im Finger. Eigentlich will ich ja den Dr. Zoidberg mir in Mythic holen. Dazu muss ich aber noch ein bisschen sparen, wenn er dann rauskommt, dass ich mir den dann leisten kann. Aber das Ding hier, das juckt ganz gewaltig. Aber ich werde es wieder nicht tun. Ich will den Mythic Zoidberg haben. Aber, also unter anderen Umständen, wow, schwer, sehr, sehr schwer. So, dann schauen wir mal weiter jetzt hier ganz schnell weg davon. Ganz schnell weg, bevor meine Gems hier flöten gehen. Flying Machine Stewie. Flying Machine Stewie ist der hier. Und dann gucken wir mal da rein. Was macht denn der Flying Machine Stewie? Das ist ein Stewie mit Flugkarten. Juhu. Beste Möglichkeit hier mit einem Mythic Stewie und einem Planet Express Schiff. Kommt dann da hinten. Also guckt euch das an, ja. Der Stewie alleine hat schon fast genauso viel Punch wie da hinten diese Flying Machine Stewie. Die Lebensanzahl ist gleich. 62 Leben da, 62 Leben da. 3 Angriff mehr und 3 Punch mehr. Dafür ist Leech weg und Schild für alle. Also sorry, was ist das denn für ein Schrott? Aber na gut. So, also, das machen wir auch ganz schnell wieder weg. Entschuldigung. So, und dann kommen wir zur vorletzten Combo für heute. Mac Pottery. Hab ich persönlich noch nie gesehen. Nee. Das Bild sieht da aber anders aus, da oben. Als das hier. Bin ich richtig? Mac Pottery. Ja, okay. Also gucken wir mal weiter. Mac Pottery ist das hier. Und dann gucken wir mal, wenn wir das Ding maxen, was kommt denn da theoretisch raus? Gehen wir mal auf Maxed Out. Dann haben wir hier Peter's Drawings, zum Beispiel Christopher's Painting oder so. Da kommt relativ viel Gas auf der rechten Seite raus. Schild. Und das müsste, wenn ich es richtig erkennen kann, ein Hammer sein. Also sprich Angriffspunkte, wenn der Combo gespielt wird. Ist schon richtig nice eigentlich. Ich liebe ja Karten mit viel Gas. Aber was mich ein bisschen daran stört, ist, ja gut, wenn halt mal eine Combo gespielt wird, dann wird sie halt stärker, aber mit 20 Angriff wird es schwer, durch Mauern durchzukommen. Aber gut. Muss man mal gucken. So, das ist das Mac Portrait, würde ich aber jetzt keine Steine für ausgeben. So, die wird spalten. Dann kommt die Susan Boyle raus. Und Susan Boyle ist ja der Klassiker, kennt jeder von euch, der die Adventures durchgespielt hat. Susan Boyle. Was habe ich diese Scheißkarte gehasst? Ja, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber was habe ich Susan Boyle gehasst? Jetzt ist es nichts Besonderes mehr. Ne? 23-fach Leech, 20-fach Cripple, 21 Angriff, 76 Leben. So ändern sich die Zeiten. Inzwischen ist diese Karte einfach nur, ja, okay, aber nicht mehr OP.
So, also heute würde ich persönlich keine Steine ausgeben. Das Einzige, was mich absolut reizt, ist da hinten diese Bending School Grad. Die ist halt wirklich mega, aber dafür jetzt 500 Gems oder eben oder noch mehr, um eben die zweite Krone auch gleich zu bekommen. Das mache ich nicht. Das würde mir echt sehr, sehr wehtun. Dafür habe ich jetzt schon sehr lange gespart. Deswegen werde ich das nicht tun. Aber reizvoll ist es auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Rowdown. Oh, ich habe das noch da drin. Mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.